Am Freitag war es dann nun endlich soweit, das Visa Cash App RB-Team hat ihren neuen Boliden vorgestellt und wir haben endlich Farbe. Keine Carbonwüste, es ist tatsächlich Farbenfroheit da. Wir haben Rot, Weiß, Blau, Grün. Wir gehen auf alle Einzelheiten ein und alles, was es da zu benennen gibt auf jeden Fall. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gern ein Däumchen oben da. Und dann war es nun endlich soweit, der Launch. Wir gucken uns mal dieses Social Media Video an. Es war ein Reel auf Instagram. Und ja, da war dieser Countdown. Auch ein bisschen Publikum war da. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe den kompletten Launch verpasst. Es ist auch eher unüblich, dass ein Launch so früh ist. Ich glaube, 8 Uhr oder so kam das Auto schon da. Visa Cash App RB. Und ja, mit Daniel Ricciardo und auch Yuki Tsunoda. Man hat neue Rennanzüge, auf die werden wir auch natürlich noch eingehen. Dann hier das erste Mal das Beast von vorne. Was für ein schönes Auto mit Hugo Boss und Cash App. Natürlich sehr und Orlen auch noch, haben wir eine unfassbare Flut an Sponsoren. Ob das natürlich nötig ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich mir das Ganze natürlich angucke, erinnert mich das verdammt an einen Toro Rosso. Also wirklich. Bis auf den Namen ist viel gleich geblieben. Und jetzt hier das 2-Minuten-Trailer-Video zum wunderbaren Auto. Ich finde das so cool. Hier haben wir noch einmal die Rennanzüge mit Yuki. Alles so ein bisschen abgespaced, aber auch Red Bull an den Kragen. Also, dass man schon merkt, Red Bull ist da. Und schon gut gemacht. Das sind die Helme der beiden Jungs. Hat man jetzt inoffiziell auch schon geleakt oder bekannt gegeben. Ist egal, ehrlich gesagt. Dennoch muss man sagen, es ist schon gut. Ja, und das setzt er den Helm auf. Yes! Auch Yuki, eigentlich ist der Helm eh bekannt, muss man sagen. Und Hugo, Visa Cash App und natürlich Orlens sind, glaube ich, die drei Hauptsponsoren. Natürlich in Imola, man ist ja auch in Fesna zu Hause. Und es ist immer noch die DNA eines italienischen Teams. Obwohl es natürlich viel schon von Red Bull kopiert wurde. Auch cool gemacht, wie ein Game ein bisschen. Da war er noch verborgen und da kommt jetzt immer mehr zum Schein. Was für ein tolles Auto. Was für ein cool inszeniertes Video. Das macht Red Bull eigentlich immer ziemlich gut. Auch wenn es natürlich ein anderes Team ist, ist da natürlich viel, viel Red Bull Power dahinter. Und ja, Red Bull kann halt einfach Marketing. Das muss man einfach zugeben. Und dann war es dann auch endlich soweit. Sehr, sehr cool, auch mit dem Logo hinten. Man lässt nichts den Zufall über. Der Heckspoiler mit Visa. Das Logo finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Auch dieses Visa. Ich habe mir gedacht, es wäre einfach viel, viel, viel anders. Also wirklich, ich habe das Silberblau gedacht. Man hat doch, glaube ich, als einziges Team bis jetzt hinten den Namen und die Flagge des Fahrers, wo er herkommt. Das finde ich besonders schön, dass man da noch mehr ins Detail gegangen ist. Und ja, gefällt mir eigentlich gut, wirklich. Natürlich, der Name ist immer noch Streitthema, aber das Auto lässt sich auf jeden Fall angucken. Und ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall ins Detail. Hier haben wir also den wunderschönen Visa Cash App RB. Und ja, was soll ich sagen? Das Design ist sehr cool oben und auch diese Seitenlinien erinnern verdammt an den Toro Rosso. Aber natürlich ist auch viel, 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 viel vom RB19 vom letzten Jahr von diesem unfassbar überirdischen Auto übernommen worden. Auch hier die Luftanlässe sind übernommen worden. Die komplette Vorderradaufhängung ist übernommen worden. Selbst die Nase ist angepasster. Schaut auch gut aus mit diesen Bullen da drauf. Und ja, gerade die Seitenansicht, da erinnert es wirklich sehr an den Toro Rosso. Mir gefällt auch persönlich oben dieser silberne Bulle. Also wirklich, der ist sauschön geworden. Und dann die Seitenansicht. Sehr, sehr sportlich, sehr, sehr aggressiv. Und auch mit diesem Visa nur halb-halb ist das schon echt gut gelungen, muss ich sagen. Während wir auch hinten natürlich diese grünen Akzente haben. Orlen auch mit dabei, den verleiht auch wieder diesen roten Halo. Und diese weißen, ich finde auch die Radkappen interessant. Man hat sie schwarz gehalten, nicht wie bei anderen Teams. Da ist es ja auch unterschiedlich. Und kommen wir zum Vergleich zum letzten Jahr. Und da fällt auf jeden Fall vieles auf. Die Nase wurde rundum erneuert. Man hat neue Lufteinlässe. Viel, viel mehr kann man eigentlich von hier nicht erkennen. Die Bartsports sind auf jeden Fall sehr, sehr, also man war beim alten Modell letztes Jahr viel, viel weiter innen. Die sind nach außen gerückt, aber auch höher.
Ob das natürlich jetzt, keine Ahnung, was ändert, werden wir dann vermutlich erst am ersten Qualifying sehen. Die Seitenansicht ist natürlich noch viel wichtiger. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal einen richtigen Überblick. Und hier hat sich auch einiges getan. Der Heckspoiler zum Beispiel, der ist hinten sehr, sehr lang geworden, fällt mir auf, wenn ich mir da 1:1 die Bilder angucke. Aber auch, wie gesagt, die kompletten Seitenkästen wurden komplett überarbeitet. Die gingen ja von vorne bis ganz unten beim alten, und beim neuen hat man das dann doch ein bisschen geändert. Und vorne ist wirklich der größte Unterschied die Aufhängung der Vorderräder. Man hat da ein komplett neues Konzept eben von Red Bull übernommen, und auch die Lufteinlässe, die sind jetzt sehr Red Bull ähnlich. Da waren wir aber eigentlich auch schon. Und ja, hier haben wir dann auch den Switch noch einmal in ein Videoformat. Also schaut, ehrlich gesagt, ich freue mich, dass wir das erste Mal rot, blau, weiß, grün in der Kombi haben, denn bis jetzt hatten wir leider eher wenig Farbentracht. Und Switching, wow, ist gut geworden, wirklich sehr, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Während wir hier jetzt noch einmal dieses Video, ich finde es so toll, und da hast du auch den Windkanal in der Übersicht, sehr, 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 sehr geil, und ja, kann auf jeden Fall gut werden. Hat man sich echt gut überlegt. Und hier haben wir dann die Evolution vom STR12, sprich also vom Toro Rosso 2017. Und dann haben wir den 18er und 19er Toro Rosso. Und man muss dann schon sagen, vom Design ja auch mit dem Honda ist man da schon, also natürlich bis auf Hugo, ist man das schon sehr, sehr ähnlich dem Toro Rosso, oder? Also diese Anordnung, wenn ich mir die so angucke, der VC ARB 01, jetzt heißt er doch 01, okay. Ich habe nämlich auch im Internet manchmal gelesen, dass er 02 heißen soll, und da fragst du dich auch, warum. Also ja, natürlich ist es der 01, aber vom Design her schaut schon sehr ähnlich aus wie die Toro Rosso. Gefällt mir aber auch gut. Nur finde ich es halt blöd, auch selbst das Visa wurde ähnlich wie Toro Rosso damals, aber wie Red Bull geschrieben. Ehrlich gesagt finde ich es natürlich dann schade, dass man sich nicht eher für Toro Rosso entschieden hat, sondern für dieses RB. Aber man wollte natürlich auch einen neuen Abschnitt. Das sind die neuen Rennanzüge von Hugo Boss, auch teilweise mitgenommen. Orlen Visa, aber auch hier wieder minimalistisch gehalten. Wirklich top, 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 top mit diesem Hugo. Ich finde das wirklich, die Rennanzüge sind top. Die sind, gefallen mir auch persönlich besser wie die der Williams-Jungs. Und da haben wir noch einmal den Yuki-Rennanzug mit der 22. Ja, sehr, sehr schön. Echt wirklich cool. Und auch die Beine nur weiß gehalten. Und das gefällt mir extrem gut. Auch Daniel Ricciardo mit diesem blauen seitlichen Strich nur einmal oben umrandet. Am Hals haben wir, wie gesagt, beim Kletter haben wir da dieses Red Bull Logo. Das spricht dann auch direkt an, oder dass man dann doch direkt weiß, von wo die kommen. Ehrlich gesagt bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Ganze dieses Jahr funktionieren wird. Denn wir haben einen Red Bull von der Vorseason, und wir wissen, wie gut Red Bull in der Vorseason war. Ich bin sehr gespannt, Leute. Jetzt aber dann zurück. Auch beim Launch dabei war Kendrick Lamar. Und ja, nennt uns ein besseres Trio. Ich kenne da schon ein paar bessere, aber zum Beispiel mal Neymar, Messi und egal. Aber er ist schon sehr, sehr cool. Also man hat sich da richtig marketingtechnisch Mühe gegeben. Und da haben wir noch einmal, ja, so ein bisschen... Ah, das ist schon wieder das erste, oder? Nein. Das brauchen wir nicht mehr. So. Hier haben wir dann den Helm noch einmal in Nahaufsicht. Ja, die Flammen sind back, leider nicht mehr so, wie sie damals mal waren. Also Ricciardo hatte schon viele schöne Helmdesigns. Der ist eher schlicht gehalten, muss ich sagen. Man hat zwar die paar Flammen und auch vorne dieses Yes, aber ja, jetzt ist halt eher so ein Basic Red Bull Helm draus geworden. Da noch hier, da nochmal der Vergleich. Und das sind die neuen Top Wishbone Anti-Dive Geometric Downwards Aero und natürlich auch RB1920 Pull Rod. Also man hat wirklich diese Stangen, diese Querstangen 1:1, was natürlich erlaubt ist, von Red Bull kopiert. Und das ist dann der Helm von Yuki Tsunoda. Der ist auch gut gelungen, ist aber kaum ein Unterschied zum Vorjahr. Man hat die Blätter wieder Red Bull drauf. Areal, also wirklich alles ganz, ganz normal. Und da die Seitenanlässe, auch die Seitenkästen, Side Rides, sind like the AT04, also ist natürlich noch teilweise vom AlphaTauri 04,
aber ist dann auch schon in die Richtung RB18 mit den Lufteinlässen. Riesendinger sind das. Ist das nicht zu groß? Aber wie gesagt, die große Frage, wo wird Visa Cash App RB damit landen können? Ich freue mich auf jeden Fall, das mir ansehen zu können. Die erste Woche der Launches ist nun vorbei. Mein Fazit, das schönste Design bis jetzt hat meiner Meinung nach immer noch das Sauberteam geliefert, also der Stake F1, aber auch knapp gefolgt vom Visa Cash App RB. Enttäuscht bin ich auf jeden Fall Maximum von Alpine und schreibt gerne eure Meinung rein. Am Montag wird es dann weitergehen mit den Designs und natürlich auch mit den neuen Launches. Jeden Tag bis Donnerstag wird dann Ferrari, Mercedes, Red Bull und natürlich auch noch Aston Martin launchen. Ich freue mich sehr drauf. Abonniert gerne kostenlos den Channel, dass ihr nichts mehr verpasst. Schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.